100 Leute gefragt, nennen Sie uns eine Show, die keine Sau schaut, in der eine Oma vorkommt und die nicht auf Otschalk Live endet. Und hier kommt die Top-Antwort. Und dann geht der Anfang von der Show los. Ist doch tierisch. Das ist gar nicht mehr. Werner Schulze, Erde ist zu Gast. Und die einzige Idee, die ihr beiden habt, ist, dass wir jetzt Familienduell spielen. Ja, ist doch witzig. Wollen wir noch ruckzuck spielen? Oder? Ja, klar. Ja, sicher, hier. Anders. Hey. Nochmal. Was hat er denn? Keine Ahnung. Ich fand das lustig. Ich auch. Ja? Also von mir aus ganz, ganz losgehen. Titanen des Wortes heute eingeladen. Bei uns heute und noch einen weiteren Titanen an der Gitarre. Ja? Bei uns heute Frank Plasberg, Werner Schulze-Erdl und Michael Kiwanuka. Und wir haben unser ganzes Taschengeld zusammengekratzt und von dem bisschen Schotter, was da zusammengekommen ist, haben wir uns was gekauft. Wir waren in einem Twitter-Geschäft und haben uns einen Hashtag gekauft. Hashtag für Neo Paradise. Seht ihr unten eingeblendet, könnt ihr sofort verwenden, wenn ihr auf Twitter seid. Könnt ihr mal gucken, wie das funktioniert. Wir sind sehr gespannt. Ja, unsere ganzen Redakteure haben sich sehr gefreut, weil sie dachten, heute wäre Hashtag. Ja, den Witz, weil ich fand den witzig, wollte ich machen. Ja, weil ich wusste, dass mir das dann angelastet wird als nicht so guter Witz. Aber ja, es ist ja wirklich so geschehen. Ja. Aber ansonsten, hey Freaks, es gibt noch mehr News aus dem Cyberspace. Also erstmal eine ganz aktuelle Eilmeldung. Inzest bleibt verboten, habe ich gerade gelesen, ja? Scheiße. Nur damit du Bescheid weißt. Das ist mal was anderes. Für uns beide ganz gut eigentlich, ne? Ja. Keine kreisförmigen Stammbäume mehr, ja? Das ist jetzt vorbei. Es bleibt verboten, meine Damen und Herren. Auch wenn man sich sagt, komm, wir sehen uns doch so selten. Könntest du dir vorstellen, mit mir Sex zu haben? Mit dir? Ja. Ich weiß, es ist eine komische Frage am Anfang der Sendung, aber wo wir gerade so beim Inzest sind, mich interessiert das einfach mal. Ja. Lass mal gut sein. Hey Freaks, ich habe noch mehr News aus dem Cyberspace. Ja, denn wir haben natürlich noch einige. Ich habe einen Newsletter bekommen. Das ist jetzt erstmal nicht so was Besonderes. Ich kriege andauernd irgendwelche Newsletter, wo dann drin steht, welchen Baumarkt Daniel Schumacher gerade eröffnet oder so. Ja, und ob man da nicht das filmen will. Ja. Und jetzt habe ich was anderes bekommen. Da muss ich wirklich sagen, das ist toll. Ne? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Redaktionen, mit der Bitte um Veröffentlichung. Der gemeinnützige Verein Schildkrötenfreunde Horst 95 e.V. lädt Schildkrötenfans am Sonntag, den 10. Juni um 14 Uhr zum Infotag in das Vereinslokal Pub-Restaurant Spindelmann am Palmbuschweg 57 in Essen-Altenessen ein. Und wir sind ja Schildkrötenfans, ne? Das meinst du jetzt nicht ernst? Bist du kein Schildkrötenfan? Was ist das? Guck mal, da ist, Alter, da ist... Da also, was macht man da, wenn man Schildkrötenfan ist? Habe ich dann so eine Fahne ohne Schildkröte drauf? Pass auf, die sagen natürlich, was da los ist an dem Schildkrötentag. Haltung und Pflege von europäischen Landschildkröten wird da. Ach, klar, zahlreiche Vorträge. Verschiedene Landschildkrötenarten. Da erhalten die Besucher dann Einblicke in das Leben der gepanzerten Vierbeiner. Und erfahren Wissenswertes über artgerechte Ernährung. Hast du doch erfunden. Nein, das steht hier alles. Und das ist interregional besetzt. Da die Mitglieder von dem Schildkrötenverein kommen nämlich aus dem ganzen Ruhrgebiet. Oh Gott, ja? Überall her. Bist du kein... Was hast du denn? Was ist das? Schildkrötentag? Ja, wieso? Mal ein bisschen mehr R.E.S.P.C.T. für Schildkröten. R.E.S.P.C.T. Ja. Für die Schildkröten, oder was? Wieso? Hast du irgendwas gegen Schildkröten, oder was? Ich kann einfach nichts mit Schildkröten anfangen. Warum? Ja, weil du dich vielleicht nicht auseinandergesetzt hast mit Schildkröten. Dann erzähl mir doch mal bitte, was für Schildkröten... Ich war zum Beispiel einmal... Jetzt was ich war einmal im Urlaub
Und da ist vor mir, da war ich so im seichten Wasser, und da ist vor mir eine große Schildkröte aufgetaucht. Und ich habe wirklich vor Glück fast weinen müssen, dass mir sowas widerfährt. Was ist denn das für eine Geschichte? So. Du warst im Urlaub, ja? Und da ist eine Schildkröte aus dem Gebüsch gekommen. Aus dem Gebüsch ist sie nicht gekommen, aus dem Wasser. Wie, die ist aus dem eine Wasserschildkröte kam da raus und du warst... Du bist ein ignoranter Schildkröte. Nein, warte mal. Warst du gerührt? Ja. Hattest du Gänsehaut oder wie hat sie das geäußert? Naturschauspiel, die sind 220 Millionen Jahre alt. Du willst mich doch komplett verarschen. Schildkröten haben evolutionär doch nicht zufällig überlebt. Die sind schlau. Andere hier, Brontosaurus und Tyrannosaurus Rex, die gibt's alle nicht mehr. Aber Schildkröten, die gibt's noch. Ja, das ist eine gute. Aus gutem Grund. Deswegen, du bist ein bizarrer Schildkrötenhasser. Und deswegen möchte ich mit dir da gar nicht mehr weiter drüber reden. Wir Schildkrötenfreaks, ne? Ihr und ich, wir gehen dahin am 10. Juni. Und ich habe, um euch noch ein bisschen emotional aufzupeitschen, mir noch mal ein bisschen was ausgedacht. Ja, alles Wissenswerte zum großen Schildkrötentag. Bitte sehr. Das meinst du nie ernst. Neo Paradise präsentiert. Seit 220 Millionen Jahren existieren sie unter uns. Jetzt ist ihr Tag gekommen. Intelligenz schlägt Geschwindigkeit. Ich tue alles im Rahmen meiner Möglichkeiten, um den Schildkrötentag zum Society-Event des Jahres zu machen. Ja? Wir fahren da alle hin, ist das klar? Ja? Und da werden wir was erleben. Und meine Damen und Herren, ich habe etwas feierlich zu enthüllen. Tatsächlich, der Schildkrötentag 2012. Joko. Da klatscht ihr. Kein Applaus für Scheiße. Goldene Regel. Man muss coole Sprüche machen. Watch out, it's turtle time. Das ist sowas. Das kriegt die jungen Leute, merkst du doch. Ja, das ist unglaublich. Was sprichst du dir davon, ganz ehrlich? Meinst du, du hast bei der Sparkasse Werbung für Schildkröte? Wir machen die Schildkröte zur Nummer 1 in der Heimtierszene. Verbrennt eure Playstations, jetzt ist Schildkröten-Time. Okay? So, alles klar. Wir haben übrigens noch eine Band. Willst du hier ein bisschen Musik hören? Ja, bitte. Ja, sollen wir ein bisschen Musik hören? Ey, wie viele Minuten kostbare Sendezeit waren das gerade? 5, 7? Nichts gegen 220 Millionen Jahre Evolution. Meine Damen und Herren, hier sind die Trackshitters. Schildkröte ohne Panzer. So, wir haben jetzt... Oh Gott sei Dank. Meine Damen und Herren. Der erste Gast ist da. Er ist ein Held unserer Jugend. Er ist einer der größten Idole, das man haben kann. Er ist ein Showmaster ARD. Es gibt 1000 Fragen und er ist die richtige Antwort darauf. Hier ist Mr. Sir Werner Schulze Erde. There's no business like show. Get that happy feeling!
Ihr kennt euch ja schon, ne? Ja, wir sind halt Rennfahrer-Homies. Frage Nummer 1. Was hältst du von Schildkröten? Ich habe jetzt gerade noch eine gesehen auf einer Speisenkarte in Vietnam. Ja. Ach was, du bist ein Vielreisender. Schildkrötenhasser. Ja, High five. Ja. Nein, ich habe sie nicht gegessen. Sah so schrecklich aus. Aber. Ja, eben, da hat man ja auch Mitleid mit den kleinen pussierlichen Tierchen, nicht? Aber wir sagen erstmal, schön, dass es geklappt hat. Ja? Ja. Du bist ja wirklich ein Idol einer ganzen Fernsehgeneration. Wie viele Schulschwänzertage habe ich damit verbracht, um 11 Uhr Familienduell zu schauen? Ja. Ja. Du warst das, ich habe viele bei der Schwangerschaft begleitet. Das Schlimmste, was ich aber je erlebt habe, das habe ich eigentlich noch nie erzählt, obwohl es dann live übertragen worden ist, da gab es diese RTL-Boxkämpfe in Stuttgart, Axel Schulz und so weiter. Und da war so ein VIP-Bereich, so ein Gang. Und auf einmal, ich gehe da so neben Kollegen her, mit der Kamera, Frauke Ludewig und so, auf einmal schreit einer, der Werner, umarmt mich und sagt, ich sehe dich jeden Tag in meiner Zelle. Abby Toos war das. Oh, der hat einen Ausgang gehabt. Und also da habe ich auch die Leute in den Knast begleitet. Habe ich auch mal gehört, dass im Jugendknast auch immer gewettet wird, wer bei Wenn ich du wer gewinnt. Ja. Wo hast du das denn gehört? Ja, weil da kam einer so raus aus dem Restaurant. Du standest wie immer vom Jugendknast, ne? Nee, aus dem Restaurant gesagt, ich habe 8 Jahre gesessen, aber dich kenne ich gut. Ja. Doch, also das ist durchaus interessant. Aber du hast ja wirklich Leute tagtäglich begleitet. Und nun ist es ja schon, also mir kommt es nicht so vor, aber es ist ja schon fast 10 Jahre her, dass es Familienduell gab. Ist es denn immer noch so, dass du so zu dem Leben der Menschen gehörst? Weil wenn man jeden Tag so erfolgreich auf Sendung ist, ist man ja Teil des Alltags. Kriegst du das noch mit? Ja, ich war ja im Wohnzimmer drin. Ich gehörte wie eine Tapete dazu. Ich krieg das noch mit. Erstaunlich. Auch die jungen Leute, die das entweder über YouTube kennen, wie mein Patenkind oder so, die sprechen mich noch an. Ich bin also im Augenblick ein bisschen Weltreisender in Sachen Fernsehen dann auch. Und wenn mich dann einer anspricht, so in Neuseeland, ach, der Werner, ich dachte, sie wären schon tot. Ja. Sag, danke, ja. Aber die kennen mich alle noch. Und manchmal ist das ja im Zeitalter der Wolfisierung oder der Post-Wolfisierung, wo wir ja nichts mehr umsonst kriegen, ist das schon mal dankbar, wenn dich dann ein Hoteldirektor offenbart und sagt, ich habe bei dir in der Sendung so viel Geld verdient, du kriegst hier ein Upgrading, kriegst eine schöne Suite. Das finde ich dann toll, ja. Ja, das ist gut. Ne? Aber wie ist das denn, wenn man quasi, also, es war ja auch so viel, also jeden Tag eine Sendung, ne? Und selber. Ja, so. Und ja, es war eure auch. Könnte ich nicht. Nee, ich auch nicht. Wir haben 5 Sendungen am Tag aufgezeichnet. Die Leute dachten immer, ich mache das live jeden Tag. Das kann man nicht. Nee. Aber 5 Sendungen und dann immer so viele Kandidaten. Und wir haben mal ausgerechnet, wie viele Kandidaten ich hatte. Und wie viel waren das? Über 25.000. Ach, du heiliger. Kleines Dorf. Ja, insgesamt, man hat ja direkt 10, ne? Pro Ausgabe. Und ich habe ja dann 1.000 Mal ruckzuck gemacht. Ich guck gerade mal hier. Ja, können schon einige gesehen haben. Ja. Und dann 2.800 Mal Familienduell. Wenn man das so viel macht, ne? Also es gibt ja dieses Klischee, so ein bisschen, also quasi hinter den Kulissen ist Fernsehen dann gar nicht mal mehr so lustig und glamourös und man kurbelt das so ein bisschen runter. Man gerät ja in die Gefahr, wenn man 5 Sendungen am Tag macht, der so immer strukturell ähnlich abläuft, weil es ein Spielprinzip ist, dem man folgt, dass man dann nur noch so an was anderes denkt und dann halt die Leute so abfrühstückt da, einen nach dem anderen. War das ein bisschen manchmal so? Die Gefahr ist groß, vor allem wenn du, wie gesagt, in 2 Wochen 50 Sendungen machst. Das reicht für 2,5 Monate. Du hast im August oft für Weihnachten schon aufgezeichnet. Und es ist auch anstrengend. Also ich als bekennender Lustmensch, das sieht man mal auch ein bisschen so, obwohl ich nicht mehr rauche. Aber gerne mal ein Weinchen und Bier ist alles wunderbar. Bei der Arbeit gar nichts. Du bin morgens gelaufen. Da habe ich mich immer gefragt, ob man den goldenen Werner oben abschrauben kann und das trinken kann. Ja. Aber das stimmt ja. Den haben immer die Loser bekommen, wenn sie sich verabschiedet haben. Ach so, ja, das stimmt. Das ist mein Privater, den musste ich hier hüten. Die wollen der alle klauen. Der ist nicht aus purem Gold, hat nur so einen ideellen Wert. Aber du hattest dann ja, eigentlich muss man sagen, sowas wie einen Schicksalsschlag, weil das ist ja so ein bisschen auch dein Leben gewesen, die Sendung, oder? Ich meine, dann war es von einem auf den anderen Tag so ein bisschen vorbei. Nein. Also ich hatte vorher schon. Ich komme ja eigentlich vom Theater. Ich bin erst Unterhaltungsschutze geworden, viel, viel später. Viele ältere Kollegen, die jetzt so in meinem Alter sind, ja, denen fehlt was. Mir fehlt überhaupt nichts. Ich habe eine Aufgabe. Ich setze mich für meinen Verein ein, für meinen Förderverein. Und ich mache ja noch viel Fernsehen, aber hinter den Kulissen. Wenn man Chef ist in so einem Laden, und ich kenne das, dann kriegt man manchmal in seinem Elfenbeintürmchen nicht mehr alles mit. Man sitzt da und kann über den Tellerrand dann oft nicht hinausschauen und weiß gar nicht, was machen diese ganzen fleißigen Bienchen da eigentlich, ne, um einen herum und so, die einem so zuarbeiten. Und da habe ich mir überlegt, ich starte mal ein TV-Experiment. Und das habe ich jetzt getan und das könnt ihr euch hier anschauen. Ich bin Klaas Häufer-Umlauf. Ich bin Geschäftsführer von Neo Paradise. Jeden Donnerstag 22:45 Uhr auf ZDF Neo.
Mit einem Jahresumsatz von 140 Millionen Euro sind wir eine der bedeutendsten Sendungen Europas. Bei Undercover Klaus kehren Deutschlands Top-Manager zurück an die Basis. Sie tauschen ihr Vorstandsbüro ein gegen den harten Alltag ihrer Mitarbeiter. Da Neo Paradise, jeden Donnerstag 22.45 Uhr auf ZDF Neo, eine der transparentesten Sendungen der Welt ist, werde ich mich mal an die Basis begeben. 4 Tage lang will Klaas Häufer Umlauf unerkannt in seiner eigenen Firma unterwegs sein. Nicht als Boss, sondern als einfacher Praktikant wird er von einem Kamerateam begleitet. Um eine Woche von seiner eigentlichen Arbeit fernzubleiben, braucht Klaas Häufer Umlauf die volle Rückendeckung der restlichen Chefetage von Neo Paradise. Immer donnerstags 22.45 Uhr auf ZDF Neo. Meine Herren, Sie fragen sich sicherlich, warum ich Sie zu dieser unüblichen Zeit zusammengerufen habe. Ich möchte Ihnen das gerne sagen. Ich habe mich dazu entschieden, für 4 Tage undercover bei Neo Paradise als Praktikant zu arbeiten. Und da erwarte ich Ihre 100%ige Unterstützung. Mach doch. Das Experiment kann beginnen. Da der bärtige Moderator manchen seiner Mitarbeiter persönlich bekannt ist, lässt er sich komplett umstylen. Mit Brille, Ohrring und legerer Kleidung wird aus dem Chef Klaas Häufer Umlauf der Praktikant Klaus Umlaut. Erst am Ende der Woche werden die ahnungslosen Mitarbeiter erfahren, wer der Praktikant wirklich ist. Er erkennt sich selbst nicht wieder. Ich erkenne mich selber nicht wieder. Der erste Arbeitstag führt Klaas alias Klaus direkt in die Zentrale nach Berlin-Friedrichshain. Heute ist mein erster Tag hier bei Neo Paradise. Ich bin im Booking, das heißt Gäste einladen, Bands bestätigen. Eine Mitarbeiterin namens Katharina Karg zeigt mir das. Ich als Praktikant Klaus. Ich hoffe, dass meine Tarnung nicht auffliegt. Hallo. Hi, ich bin Katharina. Du bist der Klaus? Ja. Hi, guten Tag. Das war knapp. Beinahe wäre die Tarnung aufgeflogen. Doch, das war knapp. Was war knapp? Ja, ja. Okay. Klaus, kannst du Englisch? Nö. Ich muss jetzt gleich mal zum Meeting. Am besten... Du, ich habe einen kleinen Vorschlag. Ne? Wie wäre es denn, wenn zum Beispiel Lady Gaga mal auftreten würde, wenn man... Wir sind noch nicht so eine große Sendung. Aber vielen Dank für den Vorschlag. Am besten guckst du dir mal Neo Paradise jeden Donnerstag um 22.45 Uhr auf ZDF Neo an. Die Mitarbeiterin Katharina Karg scheint mir eine sehr fleißige, sehr umgängliche... sehr eigenständig arbeitende, effektive, intelligente Mitarbeiterin. Und sowas brauchen wir bei Neo Paradise. Jeden Donnerstag, 22.45 Uhr auf ZDF Neo. Bei einem Meeting wird Klaus alias Klaas offiziell der Redaktion vorgestellt. Heikel. Sein Moderationspartner Joko Winterscheid ist auch dabei. Jetzt muss die Tarnung halten. Alle mal hergehört? Das ist der Klaus, der macht jetzt die Woche bei uns Praktikum. Das war knapp. Was war knapp? Dem pfiffigen Praktikanten fällt direkt die schlechte Stimmung im Team auf. Kann ich mal kurz was fragen? Was denn? Also mir kommt es ein bisschen so vor, ich wollte wissen, ob mich der Eindruck täuscht, dass hier ein bisschen eine schlechte Stimmung ist. Hier ist auch schlechte Stimmung. Es ist Montag, kommt Klaas hier vorbei, da ist Klaas. Der Kerl mal einen getrunken. Good News, Leute. Klaas hat heute frei. Also ich finde das schön zu sehen, dass sich auch alle miteinander gut verstehen. Das ist auch wichtig. Das bei einer wohlverdienten Pause lernt Klaus alias Klaas dann eine andere Seite seiner Mitarbeiterin Katharina kennen. Ich fahre jeden Morgen um 2.30 Uhr mit dem ICE von Nürnberg hierher. Und mein Mann, der sitzt mit dem Trinkerbein zu Hause. Oh, Trinkerbein. Nicht mit zu spaßen. Nachdem Klaus alias Klaas am 2. und 3. Arbeitstag krankgeschrieben war, muss er an seinem letzten Tag aus Mangel an Alternativen mit zu einem Dreh. Muss nicht so nah hier, das kann so ein bisschen, genau. Wir brauchen eigentlich nur noch Klaas, ne? Dann können wir loslegen. Wo ist der? Wo ist Klaas? Ich kann ihn schnell holen. Hol ihn nochmal, das ist nett. Danke, Klaus.
Was ist denn los mit den letzten Tagen? So, sorry, ich war eben noch. Können loslegen. Okay. Und wo ist denn jetzt der Tontyp? Hat er dich nicht? Den habe ich gerade gesehen auf dem Weg. Soll ich den? Ich hol den schnell. Ja? Der letzte Tag des Experiments ist überstanden. Aus dem Praktikanten Klaus Umlaut wird wieder der Boss Klaas Häufer Umlauf. Die Kollegen erwarten schon gespannt die Rückkehr ihres Geschäftsführers. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin zu einem Ergebnis gekommen. Es wird nichts geändert. Es läuft genauso weiter. Die Mitarbeiter, die mit Klaas Häufer Umlauf zusammengearbeitet haben, werden unter einem Vorwand in das Büro des Chefs gebeten. Guten Tag. Jetzt werden Sie erfahren, wer hinter dem Praktikanten Klaus Umlaut wirklich steckte. Sie fragen sich sicherlich, warum ich Sie heute hier in mein Büro gerufen habe. Ist dir hier in den vergangenen Tagen im Betrieb Neo Paradise was aufgefallen? Ob mir im Betrieb Neo Paradise was aufgefallen ist? Ja. Was soll mir denn auffallen? Ist Ihnen ein neuer Mitarbeiter namens Klaus Umlaut aufgefallen? Ja. Ach, Quatsch. Das glaube ich ja nicht. Das war ich. Ich war undercover unterwegs bei Neo Paradise und habe einiges rausgefunden. Sie haben sehr, sehr, sehr viel zu tun und kommen eigentlich kaum hinterher mit der Zeit. Deswegen habe ich mir überlegt, wie können wir Ihnen das einfacher machen. Und deswegen schenke ich Ihnen eine Stunde mehr Arbeitszeit. Dafür fällt die Mittagspause weg und Sie arbeiten eine Stunde mehr. Du hast den Undercover-Boss gemacht. Hast du versucht, hier einen auf ich bin hier der Chef zu machen? Und hast du jetzt den tollen Beitrag dir hier ausgedacht, wie du der Chef von Neo Paradise bist, oder was? Ja, ich bin da so ein bisschen so der Chef. Du bist der Chef. Klar, du bist der Chef und ich bin der Trottel. Ist es wieder so eine Nummer, ja? Hast du gedacht, du machst hier einen auf so mal allen Leuten Bescheid sagen und hallo, ich bin hier der Chef? Hat er euch... Nee, Joko, nicht bitte. Leute, sag mal. Leute, nicht bei den Leuten, nicht bitte. Alter, du kannst doch nicht ernsthaft da rausgehen und den Leuten erzählen, dass du der Geschäftsführer einer Show bist. Du bist doch hier kein Wie willst du denn der Geschäftsführer sein? Lass mich raten, wir machen auch Jahresumsatz. Ja, 100. Bitte? Mir ist ein bisschen peinlich. Ist ein bisschen peinlich? Was hast du den Leuten erzählt, wie groß der Jahresumsatz ist? 140 Millionen. Schön. 140 Millionen Euro. Mach den Beitrag mal zu Ende, aber mach dir ernsthaft Gedanken um deine Zukunft. Ja, aber du brauchst nicht immer so ausrasten auch gleich, ne? Nur weil ich mir auch mal eine Idee hab. Ja. So ist das ein Chef. Hallo, Geschäftsführung Neo Paradise. Na. Was? Oh, Belut. Oh, ja, ZDF, Oberindianer. Ja, ach was. Ehrlich? Da kannst du mir mal ein bisschen früher sagen. Jetzt haben wir das. Ja, Entschuldigung. Ja. Okay, ja, bis denn. Ja, ciao, ciao, bye, bye. Ciao mit V, tschüss. Ja, das war der Blut. Ich habe was Eilmeldung. Programmplanung bizarr, sage ich mal. Ab nächster Woche läuft Neo Paradise um 21:45. Ja, das haben wir falsch gesagt jetzt. Also tatsächlich, 22:15 Uhr ab nächster Woche Neo Paradise. Das müsst ihr euch merken, das ist kein Witz. Ja, gut, wisst ihr Bescheid? Läuft die Sendung nächste Woche? Ja, 21:45. Ja, 21:45, genau. 22:15. Aber bei uns heute immer noch der, wie soll ich sagen, der Elder Statesman des Fernsehens, der so ein bisschen eine Art Helmut Schmidt des Fernsehens. Mit einer gewissen Distanz kannst du Sachen natürlich ganz anders sagen als jemand, der jetzt jeden Tag ran muss. Ne? Ja. Wie bewertest du denn momentan die aktuelle Fernsehlandschaft? Würdest du sagen, es geht hoch oder runter tendenziell? Ist immer blöd, wenn ich als alter Sack sage, es ist alles scheiße. Aber ihr seid ja Gott sei Dank da und... jetzt ohne falsche Komplimente. Armes Deutschland. Armes Deutschland, ja, auch so. Nee, ich bin ein totaler Hasser von solchen sogenannten Scripted Reality-Formaten. Mülleimer aussortieren und Umzüge machen, Titten aufblasen, alles. Aber Sendung morgens schon und nachmittags, ich finde es langweilig. Ist das eine Drohung oder ein Witz oder ernst, dass du ein Comeback starten möchtest als Musicalsänger? Mal schauen. Also ich will auf jeden Fall nach vielen Jahren als Unterhaltungsfuzzi, wo ich die Fernseher lerne, ich will eigentlich wieder Theater spielen. Okay. Ja. Ganz weg. Weil du tust an so einem Theater, weil du bist ja auch tatsächlich einer von denen, der noch weitaus mehr Qualitäten hat. Max, wir hoffen insgeheim auf ein Comeback. Familienduell wäre ein schönes Comeback, mal aus Spaß zu machen, weil... Bei ZDF Neo?
Ja, dann davor, damit wir einen Audience-Floor haben, damit ihr endlich höhere Einschaltquoten habt. Aber ja, wir haben ja damals 52% Marktanteil. Also 52% Marktanteil. Was ist das denn? Das ist ja Mondlandungszeit. Ja, morgens um 11. Ja, wir müssen morgens um 11 laufen. Ja, das ist sehr gut. Ja, genau, ja. Für die ganzen Leute, die nicht zur Schule gehen. Ja, das ist unsere Kernzielgruppe. Aber du bist, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, du bist ja tatsächlich auch ein Coach. Also du bist jemand, der quasi all das Wissen, was du hast, gerne weitergibt. Weil Leute wie Matthias Obtenhövel, kann man an der Stelle mal sagen, der sich auch dazu bekannt hat, dass du ihn coacht. Ja. Was ja auch nicht selbstverständlich ist im Land. Du gibst dein Wissen weiter. Ja, weil es Spaß macht. Man wird als Moderator einfach hingestellt und dann arbeitet keiner mit dir. Und in Amerika ist das ganz anders. Da sind Oscar-Preisträger, die immer noch jemand haben, die sie coachen. Und in Deutschland gibt es das nicht. Und wenn einer so viele Fernsehsendungen gemacht hat wie ich, nicht alle gut, aber 5700 Fernsehsendungen insgesamt. Die meisten gut. Ja, hab ja eine Menge gelernt und das will ich einfach weitergeben. Und weil ich eigentlich Fernsehen noch liebe, deswegen. Was können wir besser machen? Die Zeit haben wir jetzt nicht, aber... Naja, gut, Fernschütze Erde, schönste daraus, ne? So reicht es auch. Bleibt so, wie ihr seid, weil ihr seid die Hoffnungsträger. Also für mich, das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Ich muss es nochmal sagen. Darauf einen Déjà-Döng und den Golden Werner. Danke. Ja? So, also ich sage erstmal wirklich tatsächlich allerherzlichsten Dank für den Besuch hier in unserer kleinen, bescheidenen Idiotenshow. Ja? Großer Applaus für Werner Schulze Erde. Jetzt! Ja? So. Einen Moment sitzen. Denn wir haben jetzt noch ein bisschen Musik. Vielen Dank. Für den Grand Prix für Österreich, ne? Also, wenn ihr mal denkt, die Atzen, das ist Österreich, ne? So. Wir müssen dich jetzt einmal sitzen lassen. Ja, ich würde ein Skandal, ne? Den wollte ich auf jeden Fall nochmal aufdenken. Setz dich ruhig nochmal, ne? Ja? Ja, wirklich, ne? Es ist, ich wollte schon rübergehen, er sitzt die ganze Zeit da drüben und wartet. Ich weiß, aber trotzdem... Also, er ist doch Chef, ne? Ich wollte einen TV-Skandal wollte ich nochmal aufdecken, ja? Schnipsel-TV bei Gottschalk Live, ne? Wurde ja gesagt, ne? Gottschalk Live wird zusammengeschnitten aus x verschiedenen Sendungen und das kriegt man jetzt mit. Hier mal der Tisch, ne? Wie siehst du das? Muss das sein? Nein, weil er ist wirklich ein Großer. Ich weiß gar nicht, warum er das macht. Also ich kann es nicht verstehen. Aber die schneiden quasi aus 6 verschiedenen Sendungen oder so eine zusammen und tun dann so, als wäre das live. Ja, weil sie keine Ideen mehr haben. Ja. Das ist doch hier so einfach. Man nimmt hier ein paar junge Leute, ein bisschen Jugend forscht mit den beiden. Man hat gute Stimmung und dann ist das auch erfolgreich. Aber ein bisschen Schnipsel-TV, ne? Ganz ehrlich, da fühle ich mich als Zuschauer betrogen. Ne? Gut, wir gehen jetzt tatsächlich mal rüber. Deswegen, aber Herr Schulze-Erde, bleiben Sie ruhig noch sitzen. Ja? Ja. Wir gehen mal rüber jetzt zu unserem zweiten Gast. Und ansonsten wünschen wir noch einen schönen Tag. Ne? So, ja, tschüss. Viel Spaß mit den Schildkröten. Ja, danke schön. Ja, kommst du auch? Ich kenne eine gute Adresse vom Arzt. Geh mal rein. Ein Tierarzt? Ja. Ja. So. Joachim Cornelius Winterscheid nippt gern mal ein Glas zu viel und organisiert in seiner Freizeit Stabhochkegeln-Turniere. Für den Selfmade-Milliardär und Diplom-Moderator ist Fernsehen die ideale Ausdrucksform, um Hänseleien aus der Kindheit zu kompensieren. Zynismus, Demütigung und Schmerz sind für ihn die Schmiermittel des Unterhaltungsmotors und sollen sogar locker 5 Euro pro Liter kosten. Klaas Häufer Umlauf. Der gelernte Coiffeur und Polizeihofschmied behauptet, es gäbe länger Hasen als Menschen auf der Welt und meint, dass Fernsehen die einzig legitime Form der psychologischen Kriegsführung sei. Er sagt, Neo Paradise ist wie ein Pony mit eingenähter Maschinengewehrtasche und muss so wehtun, als hätte man sich Voltaren in die Augen geschmiert. Gräfin Violetta. Die Hauptdarstellerin aus Leprechaun 2, die Rückkehr des Killer-Kobolds, gilt als warnendes Beispiel, wie verächtlich die Unterhaltungsindustrie mit Otto-Normalverbraucher umgeht. Als scheues Reh aus ihrer natürlichen Umgebung in Schlesien entrissen und den Fernsehwölfen zum Fraß vorgeworfen, erscheint in ihren Augen die Volksweise, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, wie blanker Hohn. Frank Plassberg.
Der smarte Posterboy der Generation Schlau verzichtete im Januar 2010 freiwillig auf den Ehrensold und erlangte durch die fehlerfreie Aussprache des Satzes »Der Whisky-Mixer mixt den Whisky für den Whisky-Mixer« weltweite Anerkennung. Seit 2001 moderiert er in der ARD das freche Blut- und Tittenmagazin »Hart, aber fair« und hatte sich als Kurator der Stiftung »Deutschland kann es besser« zur Aufgabe gemacht, die Schmuddelshow Neo Paradise endlich absetzen zu lassen. Ja. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, ne? Ich glaube, vor einem Jahr haben wir uns gesehen. War das ein Jahr? Das ist schon ein Jahr her. Am Flughafen? Am Flughafen in München. Ja, ja. Eine sehr schöne Geschichte, die sich dazu trug. Ich weiß gar nicht, wer sie besser erzählen könnte. Ich oder ich, Sie? Möchten ich. Sie? Bitte. Ja, ich hatte die Seelenqual, weil meine Tochter ist total abgeklärt. Ich darf auch nicht über sie reden. Hat sie mir verboten. Ich erzähle es aber einfach mal. Und sie kennt schon Leute vom Fernsehen. Ich arbeite da, ja. Und da geht sie cool mit um. Außer, es tut mir leid. Joko Winterscheid, ja? Ja, ja. Und dann habe ich mir den Namen aufschreiben lassen, weil ich kannte sie auch nicht so genau. Natürlich so, und dann habe ich mir den mal angeguckt. Das müssen Sie ja jetzt sagen. Natürlich, dann habe ich mir den Typen mal angeguckt. Und dann passiert es. Ich stehe am Flughafen in München und bringe meinen Mietwagen zurück. Und hinter mir parkt Winterscheid ein. Und in dem Moment möchte man für die Tochter was tun. Und dann sehe ich, er hat ein Handy am Ohr und guckt mich so an. Sprich mich bloß nicht an, du Arsch. So guckt er mich an. Und ich habe mich nicht, den Blick. Ja, ich habe mich nicht getraut. Bin dann raus und oben Abflugbereich und rufe meine Tochter, die auf Mallorca gerade ihr Abi feierte, an und habe gesagt, hör mal, ich habe es verkackt. Ja? Ich habe Joko Winterscheid gesehen, aber der hat mich so angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob der mich kennt. Ich spreche ihn nicht an. In dem Moment kommt Joko Winterscheid mir entgegen. Und dann habe ich allen Mut zusammengefasst und habe gesagt, Herr Winterscheid, ich weiß nicht, ob Sie mich kennen. Telefonieren Sie mal mit meiner Tochter. Und dann hat er alle Clubs, in denen er jemals in Mallorca abgestürzt ist, meiner Tochter genannt und die hat die abgearbeitet. Sehr gut, ja, dafür mal einen kleinen Applaus für diese wunderschöne Geschichte. Ja, aber gerade schon, ja, wir haben uns gerade schon so ein bisschen ja, angeteased. Ja, Sie haben natürlich einige Prominente schon mal in echt gesehen, ja, in der Sendung bearbeitet, muss man ja sagen. Weiß man vorher schon, wer es total abkriegt oder baut sich so ein Hass auch manchmal innerhalb der Sendung auf? Also Hass ist nicht die Kategorie, aber es gibt schon mal so einen Punkt, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt die Frage stelle, dann wird der sagen. Und wenn er es dann wirklich sagt, dann gibt es schon mal so ein kleines inneres Rülpsen. Ja, ja. So ein, gönne ich mir so ein Ups, er hat es gesagt. Ja. Mehr ist es nicht. Und es gibt Sendungen, dann sagt man, okay, andere Leute gehen auch arbeiten, eine super Art Geld zu verdienen, aber es war auch nur das. Oder man geht auch nach Hause und sagt, Mensch, was für ein toller Abend. Und hinterher war es auch noch nett, weil es gibt da eine Mörder-Nachfeier immer, nach Hart, aber fair, die ist echt berüchtigt. Das ist ja so wie im Volksmusikbereich, ne? Wenn man immer gar nicht denkt, dass es richtig abgeht, aber Volksmusik und Politik, da wird am meisten gesoffen, ne? Ja, und mittlerweile ist es ja so, die Leute sind ja diese Limos satt, die einen von Event zu Event karren. Selbst für diese Show wird man in einem Audi A6 neuester Bauart abgeholt. Ja, Charlie, unser Fahrer. Ja, super. Wir fahren Taxi. Wir haben ein Großraumtaxi und das hat sich schon rumgesprochen. Und danach schaukeln wir alle zusammen so durch die Berliner Nacht. Hat man denn so eine strategische Gesprächsführung, also wenn wir schon so bei Gästen sind, denen man dann entsprechende Fragen stellt und auf eine entsprechende Antwort hofft, dass dann quasi der Rest sich eigentlich von alleine erledigt, dass dann die anderen Gäste den erledigen, den Gast? Also zunehmend macht es auch Spaß, einfach andere Leute die Arbeit machen zu lassen, ja. Das heißt, dass man eben eine Konstellation hat, wo man hofft, da passiert was. Ansonsten stellt man manchmal drei Fragen und nur die dritte ist wirklich die gemeinte. Die anderen sind so Fragen, um da hinzukommen. Aber jetzt, vor ein paar Wochen hatte ich Christian Lindner in der Sendung und der hatte Wolf gewählt und ich habe ihn gefragt, ob es ihm leid tut. Ich glaube, ich habe ihn das 3 oder 4 Mal gefragt und er hat immer eine neue, tolle Antwort gegeben. Ich habe es gesehen und irgendwann hat er gesagt, lassen Sie das. Und irgendwann hat er gesagt, hören Sie auf! Ja, genau. Gerade in dieser ARD Misere, in der man sich, wenn man so den Zeitungen glauben mag, hin und wieder befindet. Man muss sich absetzen, man muss unterschiedlich sein. Es gibt viele Talkshows, es gibt aber deswegen nicht mehr potenzielle Gäste. Und auch was machen Sie eigentlich nächsten Montag? Warum fragt mich nicht einer? Naja. Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil Sie mir einen totalen Tiefschlag versetzt haben. Die Geschichte am Flughafen hat ja einen zweiten Teil. Ja. Sie sind nach Berlin geflogen, ich bin nach Köln geflogen. Ich steige aus dem Flieger aus, mache mein Handy an, da rufe ich meine Tochter von Mallorca an. Papa, weißt du, was los ist? Ich kriege hier dauernd Anrufe. Hast du wirklich mit Joko Winterscheid gesprochen? Wurde sie gefragt. Ja. Ich sage, woher wissen die Leute das denn? Er hatte auf seiner Facebook-Seite 483.000 Follower, hat er geschrieben, dass er also Plasberg und seine Tochter getroffen hat. Und dann hat Luisa gesagt, toll, da haben ganz viele Leute einen Kommentar geschrieben, waren schon 300 Kommentare drunter. Bitte für dich, Papa. 150 haben geschrieben, wer ist denn Frank Plasberg?
Wir haben einen Menschen, den ich Ihnen gerade schon ans Herz legen wollte, der wirklich toll ist. Ne? Dem fällt eigentlich zu allem was ein. Das ist Boris Becker. Und Boris Becker hat auch das Medium Twitter für sich entdeckt. Und dort verkündet er unbequeme Wahrheiten, die mal gesagt werden müssen. Und hier ist ein neuer, ja, aufschlussreicher Tweet von Boris Becker. Unbequeme Wahrheiten. Powered by Boris Becker. Sie sahen unbequeme Wahrheiten. Powered by Boris Becker. Potenzierter Gast, wie wir dann gerade auch erwähnt haben. Also ist es manchmal nicht auch so, wenn man dann da sitzt, ich weiß ja nicht, wie weit Sie da involviert sind, wenn Sie dann die Sendung planen, dass man denkt, oh Gott, wer hat den Idioten denn jetzt schon wieder eingeladen, dass dann da jemand in der Runde sitzt, von dem man eigentlich gar nichts will? Ja, und dann fliegt der Gästeredakteur raus und dann kommt der nächste Praktikant, wie das so ist bei Talkshows. Sie haben 17 Semester studiert und abgebrochen. Ich habe mich hier vorbereitet auf meine Sendung hier und habe meine Tochter in der Herfahrt gefragt, was habt ihr denn eigentlich, was haben die vorher gemacht? Sie sind gelernter Friseur. Exakt. Was halten Sie eigentlich von Streuhaar? Ich habe hier ein Problem vorne. Lenken Sie nicht von der Frage ab. Kann man da was machen? Streuhaar, oder? Das heißt 1 Million Hair. Tomburo, könnte Ihnen da sicherlich einiges zu sagen. Ich möchte nicht über den Kollegen reden. Ja, so. Ja. Das ist eine Sache, die gut funktioniert. Ja, Sie haben gut lachen, ich meine. Wie sieht Ihr Vater aus? Genauso? Nö, der hat schon sehr, sehr volles Haar. Also wir sind also insgesamt eine ganz schöne Familie eigentlich. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Gut, wie war die Frage? Sie haben 17 Semester studiert und haben dann abgebrochen. Ich frage mich, wie viele Ausbildungen haben Sie noch mal abgebrochen, bevor Sie Praktikant wurden? Können Sie mal antworten jetzt? Das ist doch genau die Taktik, die Sie in Ihrer Sendung auch nicht haben wollen. Paradise Faktencheck, da können Sie es noch mal nachlesen. Nach dem Lebensmotto von Violetta, ne? was du nicht möchtest, was man anderen antut, du auch keinen anderen an, oder wie das da geht. Ne? Sie wissen Bescheid. Gar nicht, wie moralinsauer ihr sein könnt. So eine Beinschere. Nein, aber ich finde das wirklich, ich habe nie studiert. Ja? Und habe mir immer gewünscht zu studieren und es hat aber nicht funktioniert, aus diversen Gründen. Kein Geld da. Nee, man kann arbeiten. Das war nicht das Problem. Zu blöd. 3,7 Abi, das war ja das Problem. Also ich habe 17 Semester Theaterwissenschaft studiert, ich gebe es zu. Ja. Ich hatte aber nach 3 Semestern schon die Zwischenprüfung als Streber. Ja? Und danach, ja, danke. Ja. Bitte. Ja. Ja, und dann habe ich Radio gemacht bei SWF 3 in Baden-Baden. Und das war einfach deutlich geiler als Uni und habe es dann irgendwann sein lassen. Und ich hatte vorher aber dies, liebe Kinder, ne, und Eltern und so, ich hatte vorher eine fertige Ausbildung. Ich habe nach dem Abi volontiert und war Redakteur. Und dann habe ich angefangen zu studieren, habe es aber dann irgendwie nicht mehr gepackt. Was ich sehr spannend eine große finde, Wunde ist, in meinem Leben, Herr Winterscheid. Wirklich? Wie geht es Ihnen? Ja, man hat was nicht fertig gemacht. Das ist doch scheiße. Was ich sympathisch finde, ist, dass man quasi, ne, auch mal den Menschen, ja, hinter dem, und das muss man ja sagen, es ist ein bisschen, auch wenn man andere Shows sieht, die sie ja auch machen, schon ein bisschen eine Rolle bei Hart aber Fair. Ne, kann man das schon sagen? Also dieses spitzbübische, zwar über 50, aber immer noch so spitzbübisch Dankeschön. Nachfragen. Ne? Dankeschön. Das ist doch in gewisser Weise auch eine Rolle, oder? Spitzbübisch, das nennt man im Bergischen Land Charme. Naja, aber das ist ja, also Bergischen Land. Charme ist da ja quasi, wenn man damit Charme, nicht Charme. Das weiß ich. Ich sitze jetzt hier seit 10 Minuten und ich habe noch kein Wort untenrum benutzt. Wollte ist das nicht, schlimm? Ja, finde ich schon. Soll ich mal Fotze sagen? Reicht Ihnen das? Ja? Gut, also meine Damen und Herren, damit verabschieden wir Frank Kraftwerk. Wir sagen herzlichen Dank. Es war wirklich ein großer Applaus für Frank Kraftwerk. Das hätte ich zu Hause zeigen können. Dankeschön. Bleiben Sie ruhig noch ein Momentchen hier. Wir schauen uns jetzt. Bleiben auf einem Level zumindest, wenn es weitergeht. Ich finde, eine bessere Überleitung hätten wir nicht finden können. Hier ist unser Kollege. Aufzeichnung aus dem Kellerloch. Nach Zitat erkannt, Cerda Sumunju. Wow. Lola, für die beste Regie geht. Mario Barth ist nicht mehr allein an der Spitze. Auch der Papst hat das Olympiastadion gefüllt. Recht herzlichen Dank auch erstmal an die Jury, die Stil und Geschmack bewiesen hat. Oh nein, das ist immer wieder dieselbe Kacke. Erst machen sie Scheißsendungen, die keiner sehen will. Dann haben sie unterirdische Quoten und dann prämieren sie sich selbst noch. Gegenseitig schachern sie sich die Preise zu. Grimme-Preis, Bambi, Arschloch-Preis, Kotleck- und Fresspreis. Für jeden Comedy-Scheißdreck kriegt man ja mittlerweile sogar auch schon Preise. Ich nicht, die anderen, die ich nicht sehen will. Die aus meiner Sicht die Preise auch nicht verdient hätten. Höchstens eine Rechnung, eine Quittung, ein Denkzettel, den sie für ihr Machwerk erhalten müssen.
Journalisten. Und dann ist es immer dieselbe Dramaturgie. Dann wird irgendein Moderator, meistens ist es Nasan Eckes, dieses unbumsbare Moderationsgestell, zusammen mit einem noch viel komischeren, halbschwulen Blondie auf die Bühne gestellt, die sich verzweifelt an ihre Karteikärtchen hängen. Das Ganze ist beleuchtet in Rot, Blau, Gelb, weil man will ja ein bisschen Amerika nachmachen. Und dann werden unglaublich lustige Reden gehalten. Und viele Leute versuchen, das Ganze noch aufzulockern, indem sie so tun, als seien sie spontan. Da ist ja mein Arschloch spontaner, wenn es einen Furz entlässt. Ja, und die Leute klatschen. Und dann sieht man Leute, vor denen man irgendwann mal Respekt hatte, sich selbst verkaufen für ein bisschen Anerkennung, für ein bisschen Teil einer Lobby und einer Establishment-Scheiße zu sein, vor der sie sich immer geekelt haben. Ich spreche hier von meinen Nachbarn oben. Auch die habe ich mal in so einer Veranstaltung gesehen, wie sie gierig auf den Preis gelauert haben und frustriert waren. Eigentlich gönnt man ja den anderen alles und macht dann und tritt so mit dem Fuß nach. Aber in Wirklichkeit träumt man davon, dass man selbst alle Preise bekommt. So, ich auch. Ich auch. Ich auch. Jetzt kommen wir zu einem Mann, der aus London kommt und jetzt ja, die Welt quasi erobern wird, nachdem er heute hier gewesen ist. Michael Kiwanuka, welcome to the show, first of all. Thank you for having me. Thank you for joining us. I've heard your album and it's very, let's say, special because it's not a typical kind of music that nowadays appears. Is that something that you've always been influenced by music of the, let's say, 60s? Yeah, I've been influenced by that kind of music for a good while now, you know. Discovered that kind of music about 15 years old, so I'm pretty much stuck with it then. Ich habe ihn gerade gefragt, weil das wirklich etwas sehr Beachtliches ist. Dieses Album hört man und man hat so ein bisschen das Gefühl, man hört auch den Soundtrack zu Woodstock. Also es hat sehr so 60er-Jahre-Anklänge und er hat gesagt, mit 15 hat er bereits angefangen, diese Musik zu lieben. Und mich würde interessieren, ob man da tatsächlich vielleicht auch im Freundeskreis etwas der Außenseiter ist, wenn man dann diese Musik hört. Is it kind of weird for friends of yours, because everybody's listening to techno, goes on raves after hours and stuff, and you're listening to the 60s? I mean, I listen to all kinds of music, but no, there's it wasn't weird. A lot of my friends listen to that kind of music, and that's why I listen to this kind of music too. So they're the ones that kind of showed me the music in the first place. Ah, okay. Yeah. Also es ist gar nicht so schlimm, ja? In London scheint so zu sein, dass viele Menschen diese Musik hören. Da gibt es nicht so wie in Berlin Techno und Rave. Er sagt, viele seiner Freunde haben das genauso gehört und deswegen hat sie ihn beeinflusst. Michael Kiwanuka, Home Again. Enjoy. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many I've been told all this talk will make you old, so I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on, so I'll close my eyes, look. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't lie. Many times I've been told, speak your mind. Just be bold, so I close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel. Paths will be made straight.
know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. I live my Leute, nächste Woche, 22.15 Uhr geht's los mit Neo Paradise mit wunderbaren Gästen Silbermond und Anke Engelke. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Und jetzt noch da vorne drauf. Ach so, genau. Und jetzt kommen noch mal die Track-Shitters. Es ist, ich wollte schon rübergehen, er sitzt die ganze Zeit da drüben, ja, und wartet. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Also er ist doch Chef, ne? Ich wollte einen TV-Skandal wollte ich noch mal aufdecken, ja? Schnipsel-TV bei Gottschalk Live, ne? Wurde ja gesagt, ne? Gottschalk Live wird zusammengeschnitten aus x verschiedenen Sendungen und das kriegt man jetzt mit, hier mal der Tisch, ne? Wie siehst du das? Muss das sein? Nein, weil er ist wirklich ein Großer. Ich weiß gar nicht, warum er das macht. Also ich kann es nicht verstehen. Aber die schneiden quasi aus 6 verschiedenen Sendungen oder so eine zusammen und tun dann so, als wäre das live. Ja, weil sie keine Ideen mehr haben. Ja. Das ist doch hier so einfach. Man nimmt hier ein paar junge Leute, ein bisschen Jugend forscht mit den beiden. Man hat gute Stimmung und dann ist das auch erfolgreich. Aber ein bisschen Schnipsel-TV, ne, ganz ehrlich, da fühle ich mich als Zuschauer betrogen. Ne? Gut, wir gehen jetzt tatsächlich mal rüber. Deswegen, aber Herr Schulze, Erde, bleiben Sie ruhig noch sitzen. Ja? Ja. Wir gehen mal rüber jetzt zu unserem zweiten Gast. Und ansonsten wünschen wir noch einen schönen Tag. Ne? So, ja, tschüss. Viel Spaß mit den Schildkröten. Ja, danke schön. Ja, kommst du auch? Ich kenne eine gute Adresse vom Arzt. Geh mal rein. Ein Tierarzt? Ja. Ja. So. Joachim Cornelius Winterscheid nippt gern mal ein Glas zu viel und organisiert in seiner Freizeit Stabhochkegeln-Turniere. Für den Selfmade-Milliardär und Diplom-Moderator ist Fernsehen die ideale Ausdrucksform, um Hänseleien aus der Kindheit zu kompensieren. Zynismus, Demütigung und Schmerz sind für ihn die Schmiermittel des Unterhaltungsmotors und sollen sogar locker 5 Euro pro Liter kosten. Glashäufer Umlauf. Der gelernte Coiffeur und Polizeihofschmied behauptet, es gäbe länger Hasen als Menschen auf der Welt und meint, dass Fernsehen die einzig legitime Form der psychologischen Kriegsführung sei. Er sagt, Neo Paradise ist wie ein Pony mit eingenähter Maschinengewehrtasche und muss so wehtun, als hätte man sich Voltaren in die Augen geschmiert. Gräfin Violetta. Die Hauptdarstellerin aus Leprechaun 2, die Rückkehr des Killer-Kobolds, gilt als warnendes Beispiel, wie verächtlich die Unterhaltungsindustrie mit Otto-Normalverbraucher umgeht. Als scheues Reh aus ihrer natürlichen Umgebung in Schlesien entrissen und den Fernsehwölfen zum Fraß vorgeworfen, erscheint in ihren Augen die Volksweise, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, wie blanker Hohn. Frank Plassberg. Der smarte Posterboy der Generation Schlau verzichtete im Januar 2010 freiwillig auf den Ehrensold und erlangte durch die fehlerfreie Aussprache des Satzes »Der Whisky-Mixer mixt den Whisky für den Whisky-Mixer« weltweite Anerkennung. Seit 2001 moderiert er in der ARD das freche Blut- und Tittenmagazin »Hart, aber fair« und hatte sich als Kurator der Stiftung »Deutschland kann es besser« zur Aufgabe gemacht, die Schmuddelshow Neo Paradise endlich absetzen zu lassen. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, erstmal herzlich willkommen. Danke für die Einladung. 5, 7. Nichts gegen 220 Millionen Jahre Evolution. Meine Damen und Herren, hier sind die Trackshitters. Und
auf der Street. Mein Finger, sie wird an Winner winken. Schildkröte ohne Panzer. So, wir haben jetzt. Oh Gott sei Dank! Meine Damen und Herren! Der erste Gast ist da. Er ist wirklich, er ist ein Held unserer Jugend. Er ist einer der größten Idole, das man haben kann. Er ist ein Showmaster ARD. Es gibt 1000 Fragen und er ist die richtige Antwort darauf. Hier ist Mr. Sir Werner Schulze Erdel! There's no business like show. Ihr kennt euch ja schon, ne? Ja, wir sind halt Rennfahrer-Homies. Frage Nummer 1. Was hältst du von Schildkröten? Ich habe jetzt gerade noch eine gesehen auf einer Speisenkarte in Vietnam, ja. Ach was, du bist ein vielreisender Schildkrötenhasser. Ja, High five! Ja. Nein, ich habe sie nicht gegessen. Sah so schrecklich aus. Aber. Ja, eben, da hat man ja auch Mitleid mit den kleinen pussierlichen Tierchen, nicht? Aber wir sagen erstmal, schön, dass es geklappt hat. Ja? Ja. Du bist ja wirklich ein Idol einer ganzen Fernsehgeneration. Wie viele Schulschwänzertage habe ich damit verbracht, um 11 Uhr Familienduell zu schauen. Ja. Ja. Ich habe viele bei der Schwangerschaft begleitet. Das Schlimmste, was ich aber je erlebt habe, das habe ich eigentlich noch nie erzählt, obwohl es dann live übertragen worden ist, da gab es diese RTL-Boxkämpfe in Stuttgart, Axel Schulz und so weiter. Und da war so ein VIP-Bereich, so ein Gang. Und auf einmal, ich gehe da so neben Kollegen her, mit der Kamera, Frauke Ludewig und so. Auf einmal schreit einer, der Werner, umarmt mich und sagt, ich sehe dich jeden Tag in meiner Zelle. Abby Tooth war das. Oh, der hat einen Ausgang gehabt. Und also da habe ich auch die Leute in den Knast begleitet. Habe ich auch mal gehört, dass im Jugendknast auch immer gewettet wird, wer bei Wenn nicht du, wer gewinnt. Ja. Wo hast du das denn gehört? Ja, weil da kam einer so raus aus dem Restaurant. Du standest wie immer vom Jugendknast, ne? Nee, aus dem Restaurant gesagt, ich habe 8 Jahre gesessen, aber dich kenne ich gut. Als Praktikant zu arbeiten. Und da erwarte ich Ihre 100%ige Unterstützung. Mach doch. Das Experiment kann beginnen. Da der bärtige Moderator manchen seiner Mitarbeiter persönlich bekannt ist, lässt er sich komplett umstylen. Mit Brille, Ohrring und legerer Kleidung wird aus dem Chef Klaas Häufer Umlauf der Praktikant Klaus Umlaut. Erst am Ende der Woche werden die ahnungslosen Mitarbeiter erfahren, wer der Praktikant wirklich ist. Er erkennt sich selbst nicht wieder. Ich erkenne mich selber nicht wieder. Der erste Arbeitstag führt Klaas alias Klaus direkt in die Zentrale nach Berlin-Friedrichshain. Heute ist mein erster Tag hier bei Neo Paradise. Ich bin im Booking, das heißt Gäste einladen, Bands bestätigen. Eine Mitarbeiterin namens Katharina Karg zeigt mir das. Ich als Praktikant Klaus. Ich hoffe, dass meine Tarnung nicht auffliegt. Hallo. Hi. Ich bin Katharina, du bist der Klaus? Ja. Hi, guten Tag. Das war knapp. Beinahe wäre die Tarnung aufgeflogen. Doch, das war knapp. Was war knapp? Na ja. Okay. Klaus, kannst du Englisch? Nö. Ich muss jetzt gleich mal zum Meeting, am besten... Du, ich habe einen kleinen Vorschlag, ne? Wie wäre es denn, wenn zum Beispiel Lady Gaga mal auftreten würde, wenn man... Wir sind noch nicht so eine große Sendung, aber vielen Dank für deinen Vorschlag. Am besten guckst du dir mal Neo Paradise jeden Donnerstag um 22.45 Uhr auf ZF Neo an. Die Mitarbeiterin Katharina Karg scheint mir eine sehr fleißige, sehr umgängliche, sehr eigenständig arbeitende, effektive, intelligente Mitarbeiterin. Und sowas brauchen wir bei Neo Paradise. Jeden Donnerstag, 22.45 Uhr auf ZDF Neo. Bei einem Meeting wird Klaus alias Klaas offiziell der Redaktion vorgestellt. Heikel. Sein Moderationspartner Joko Winterscheid ist auch dabei. Jetzt muss die Tarnung halten. Alle mal hergehört? Das ist der Klaus, der macht jetzt die Woche bei uns Praktikum. Das war knapp. Was war knapp?
Dem pfiffigen Praktikanten fällt direkt die schlechte Stimmung im Team auf. Kann ich mal kurz was fragen? Was denn? Also mir kommt es ein bisschen so vor, ich wollte wissen, ob mich der Eindruck täuscht, dass hier ein bisschen eine schlechte Stimmung ist. Hier ist auch schlechte Stimmung. Es ist Montag, kommt Klaas hier vorbei, da ist Klaas. Hat er auch gerne mal einen getrunken. Good News, Leute. Klaas hat heute frei. Also ich finde das schön zu sehen, dass sich auch alle miteinander gut verstehen. Ist auch wichtig. Das du nicht möchtest, was man anderen antut, du auch keinen anderen an, wie das da geht, ne? Sie wissen Bescheid. Gar nicht, wie moralinsauer ihr sein könnt. So eine Beinschere. Nein, auch. Nee, gar nicht, aber ich finde das wirklich, ich habe nie studiert, ja? Und habe mir immer gewünscht zu studieren und es hat aber nicht funktioniert, aus diversen Gründen. Boah, kein Geld da. Nee, man das, kann arbeiten. Das war nicht das Problem. So. Zu blöd. 3,7 Abi, das war ja das Problem. Also ich habe 17 Semester Theaterwissenschaft studiert, ich gebe es zu. Ja. Ich hatte aber nach 3 Semestern schon die Zwischenprüfung als Streber, ja? Und danach, ja, danke. Ja. Bitte. Ja. Ja, und dann habe ich Radio gemacht bei SWF3 in Baden-Baden und das war einfach deutlich geiler als Uni und habe es dann irgendwann sein lassen. Und ich hatte vorher aber, dies, liebe Kinder, ne, und Eltern und so, ich hatte vorher eine fertige Ausbildung. Ich habe nach dem Abi volontiert und war Redakteur und dann habe ich angefangen zu studieren, habe es aber dann irgendwie nicht mehr gepackt. Was ich sehr spannend eine große finde, Wunde ist, in meinem Leben, Herr Winterscheid. Wirklich? Wie geht es Ihnen? Ja, man hat was nicht fertig gemacht. Das ist doch scheiße. Was ich sympathisch finde, ist, dass man quasi ne, auch mal den Menschen ja, hinter dem, und das muss man ja sagen, es ist ein bisschen, auch wenn man andere Shows sieht, die sie ja auch machen, schon ein bisschen eine Rolle bei Hard Aber Fair. Kann man das schon sagen? Also dieses spitzbübische, zwar über 50, aber immer noch so spitzbübisch Dankeschön. Nachfragen. Ne? Das ist doch in gewisser Geht Weise auch eine Rolle, oder? Spitzbübisch, das ja? ist, was ich, das nennt man im Bergischen Land Charme. Naja, aber das ist ja, also Bergischen Land. Charme ist da ja quasi, wenn man damit Charme, nicht Charme. Das weiß ich. Ich, finde, ich sitze jetzt hier seit 10 Minuten und ich habe noch kein Wort untenrum benutzt. Wollte ist nicht, das schlimm? Ja, finde ich schon. Soll ich mal Fotze sagen? Reicht Ihnen das? Ja? Ja. Gut, also meine Damen und Herren, damit verabschieden wir Frank Plassenberg. Wir sagen herzlichen Dank. Es war wirklich ein großer Applaus für Frank Plassenberg. Dankeschön. Bleiben Sie ruhig noch ein Momentchen hier. Wir schauen uns jetzt. Bleiben auf einem Level zumindest, wenn es weitergeht. Ich finde, eine bessere Überleitung hätten wir nicht finden können. Hier ist unser Kollege. Aufzeichnung aus dem Kellerloch. Na, Zitat erkannt. Cerda Sumunju. Wow. Lola für die beste Regie geht. Mario Barth ist nicht mehr allein an der Spitze. Auch der Papst hat das Olympiastadion gefüllt. Recht herzlichen Dank auch erstmal an die Jury, die Stil und Geschmack bewiesen hat. Oh nein, das ist immer wieder dieselbe Kacke. Erst machen sie Scheißsendungen, die keiner sehen will. Dann haben sie unterirdische Quoten und dann prämieren sie sich selbst noch. Gegenseitig schachern sie sich die Preise zu. Grimme-Preis, Bambi, Arschloch-Preis, Kotleck- und Fresspreis. Für jeden Comedy-Scheißdreck kriegt man ja mittlerweile sogar auch schon Preise. Ich nicht, die anderen, die ich nicht sehen will. Die aus meiner Sicht die Preise auch nicht verdient hätten. Höchstens eine Rechnung, eine Quittung. Hallo, Geschäftsführung Neo Paradise. Na. Was? Oh, Bellut. Oh. Ja, oh. ZDF, Oberindianer. Ja, ach was. Ehrlich? Da kannst du mir mal ein bisschen früher sagen. Jetzt haben wir das. Ja, Entschuldigung. Ja. Okay, ja, bis denn. Ja, ciao, ciao, bye, bye. Ciao mit V. Tschüss. Ja, das war der Blut. Ich habe was Eilmeldung. Programmplanung bizarr, sage ich mal. Ab nächster Woche läuft Neo Paradise um 21:45. Ja, das haben wir falsch gesagt jetzt. Also tatsächlich, 22:15 Uhr ab nächster Woche Neo Paradise. Das müsst ihr euch merken, das ist kein Witz. Ja, gut, wisst ihr Bescheid. Läuft die Sendung nächste Woche? Ja, 21:45. Ja, 21:45, genau. 22:15. Gerade nochmal rausgekommen aus der Nummer. Aber bei uns heute immer noch der, wie soll ich sagen, der Elder Statesman des Fernsehens, der so ein bisschen eine Art Helmut Schmidt des Fernsehens. Mit einer gewissen Distanz kannst du Sachen natürlich ganz anders sagen als jemand, der jetzt jeden Tag ran muss. Ne? Ja. Wie bewertest du denn momentan die aktuelle Fernsehlandschaft? Würdest du sagen, es geht hoch oder runter tendenziell? Ist immer blöd, wenn ich als alter Sack sage, es ist alles scheiße. Aber ihr seid ja Gott sei Dank da und...
jetzt ohne falsche Komplimente. Armes Deutschland. Armes Deutschland, ja, auch so. Nee, ich bin ein totaler Hasser von solchen sogenannten Scripted Reality-Formaten. Mülleimer aussortieren und Umzüge machen, Titten aufblasen, alles. Aber Sendung morgens schon und nachmittags, ich finde es langweilig. Ist das eine Drohung oder ein Witz oder ernst, dass du ein Comeback starten möchtest als Musicalsänger? Mal schauen. Also ich will auf jeden Fall nach vielen Jahren als Unterhaltungsfuzzi, wo ich die Fernseher lerne, ich will eigentlich wieder Theater spielen. Okay. Ja. Ganz weg. Weil du tust so ein Theater, weil du bist ja auch tatsächlich einer von denen, der noch weitaus mehr Qualitäten hat. Max, wir hoffen insgeheim auf ein Comeback. Familienduell wäre ein schönes Comeback, mal aus Spaß zu machen, weil... Bei ZDF Neo? Ja, dann davor, damit wir einen Audience-Floor haben, damit ihr endlich höhere Einschaltquoten habt. Aber ja. Wir haben ja damals 52% Marktanteil. Also 52% Marktanteil. Was ist das denn? Das ist ja Mondlandungszeit. Ja, morgens um 11. Ja, dann werden wir müssen morgens um 11 laufen. Ja, das ist sehr gut. Ja, genau, ja. Für die ganzen Leute, die nicht zur Schule gehen. Ja, das ist unsere Kernzielgruppe. Aber du bist, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, du bist ja tatsächlich auch ein Coach. Also du bist jemand, der quasi all das Wissen, was du hast, gerne weitergibt. Weil Leute wie Matthias Oppenhövel, kann man an der Stelle mal sagen, der sich auch dazu bekannt hat, dass du ihn coacht. Ja. Was ja auch nicht selbstverständlich ist im Land. Du gibst dein Wissen weiter. Ja, weil es Spaß macht. Man wird als Moderator einfach hingestellt und dann arbeitet keiner mit dir. Und in Amerika ist das ganz anders. Da sind Oscar-Preisträger, die immer noch jemand haben, die sie coachen. Und in Deutschland gibt es das nicht. Und wenn einer so viele Fernsehsendungen gemacht hat wie ich, nicht alle gut, aber 5700 Fernsehsendungen insgesamt. Die meisten gut. Ja, hab ja eine Menge gelernt. Das will ich einfach. Möchtest du als Musicalsänger? Mal schauen. Also ich will auf jeden Fall nach vielen Jahren als Unterhaltungsfuzzi, wo ich die Fernseher lerne, ich will eigentlich wieder Theater spielen. Okay. Ja. Ganz weg. Weil du tust so ein Theater, weil du bist ja auch tatsächlich einer von denen, der noch weitaus mehr Qualitäten hat. Max, wir hoffen insgeheim auf ein Comeback. Familienduell wäre ein schönes Comeback, mal aus Spaß zu machen, weil... Bei ZDF Neo? Ja, dann davor, damit wir einen Audience-Floor haben, damit ihr endlich höhere Einschaltquoten habt. Aber ja. Wir haben ja damals 52% Marktanteil. Also 52% Marktanteil. Was ist das denn? Das ist ja Mondlandungszeit. Ja, morgens um 11. Ja, dann werden wir mal an, wir müssen morgens um 11 laufen. Ja, das ist sehr gut. Ja, genau, ja. Für die ganzen Leute, die nicht zur Schule gehen. Ja, das ist unsere Kernzielgruppe. Aber du bist, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, du bist ja tatsächlich auch ein Coach. Also du bist jemand, der quasi all das Wissen, was du hast, gerne weitergibt. Weil Leute wie Matthias Oppenhövel, kann man an der Stelle mal sagen, der sich auch dazu bekannt hat, dass du ihn coacht. Ja. Was ja auch nicht selbstverständlich ist im Land. Du gibst dein Wissen weiter. Ja, weil es Spaß macht. Man wird als Moderator einfach hingestellt und dann arbeitet keiner mit dir. Und in Amerika ist das ganz anders. Da sind Oscar-Preisträger, die immer noch jemand haben, die sie coachen. Und in Deutschland gibt es das nicht. Und wenn einer so viele Fernsehsendungen gemacht hat wie ich, nicht alle gut, aber 5700 Fernsehsendungen insgesamt. Die meisten gut. Ja, hab ja eine Menge gelernt. Das will ich einfach weitergeben. Und weil ich eigentlich Fernsehen noch liebe, deswegen. Was können wir besser machen? Die Zeit haben wir jetzt nicht, aber... Naja, gut, wer schützt der Erde, schützt der Haus, so reicht es auch. Bleibt so, wie ihr seid, weil ihr seid die Hoffnungsträger. Also für mich, das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Ich muss es nochmal sagen. Darauf einen Deja-Döng und den Golden Werner. Danke. Ja? So, also ich sage erstmal wirklich tatsächlich allerherzlichsten Dank für den Besuch hier in unserer kleinen, bescheidenen Idiotenshow. Ja? Großer Applaus für Werner Schulze Erde. Jetzt! Ja? So. Also, einen Moment sitzen. Denn wir haben jetzt noch ein bisschen Musik. Vielen Dank. Für den Grand Prix für Österreich, ne? Also, wenn ihr mal denkt, die Atzen, das ist Österreich, ne? So. Wir müssen dich jetzt einfach sitzen lassen. Ja, ich würde ein Skandal, ne? Den wollte ich auf jeden Fall nochmal auflegen. Setz dich ruhig nochmal, ne? Ja? Ja, wirklich, ne? Es ist, ich wollte schon rübergehen, er sitzt die ganze Zeit da drüben und wartet. Ja, ich weiß, aber trotzdem... Also, er ist doch Chef, ne? Ich wollte einen TV-Skandal wollte ich nochmal aufdecken, ja? Schnipsel-TV bei Gottschalk Live, ne? Wurde ja gesagt, ne? Gottschalk Live wird zusammengeschnitten aus x verschiedenen Sendungen. Klaas hat heute frei. Also, ich finde das schön zu sehen, dass sich auch alle miteinander gut verstehen. Ist auch wichtig, das.
Bei einer wohlverdienten Pause lernt Klaus alias Klaas dann eine andere Seite seiner Mitarbeiterin Katharina kennen. Ich fahre jeden Morgen um 2.30 Uhr mit dem ICE von Nürnberg hierher. Und mein Mann, der sitzt mit dem Trinkerbein zu Hause. Oh, Trinkerbein. Nicht mit zu spaßen. Nachdem Klaus alias Klaas am zweiten und dritten Arbeitstag krankgeschrieben war, muss er an seinem letzten Tag aus Mangel an Alternativen mit zu einem Dreh. Muss nicht so nah hier, das kannst du ein bisschen, genau. Wir brauchen eigentlich nur noch Klaas, ne? Dann können wir loslegen. Wo ist der? Wo ist Klaas? Ich kann ihn schnell holen. Hol ihn nochmal, das ist nett. Danke, Klaus. Was ist denn los mit den letzten Tagen? So, sorry, ich war eben noch. Können loslegen. Okay. Wo ist denn jetzt der Tontyp? Hat er dich nicht? Den habe ich gerade gesehen auf dem Weg. Soll ich den? Ich hol den schnell, ja? Der letzte Tag des Experiments ist überstanden. Aus dem Praktikanten Klaus Umlaut wird wieder der Boss Klaas Häufer Umlauf. Die Kollegen erwarten schon gespannt die Rückkehr ihres Geschäftsführers. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin zu einem Ergebnis gekommen. Es wird nichts geändert. Es läuft genauso weiter. Die Mitarbeiter, die mit Klaas Häufer Umlauf zusammengearbeitet haben, werden unter einem Vorwand in das Büro des Chefs gebeten. Schönen guten Tag. Jetzt werden sie erfahren, wer hinter dem Praktikanten Klaus Umlaut wirklich steckte. Sie fragen sich sicherlich, warum ich Sie heute hier in mein Büro gerufen habe. Ist dir hier in den vergangenen Tagen im Betrieb Neo Paradise was aufgefallen? Ob mir im Betrieb Neo Paradise was aufgefallen ist? Ja. Was soll mir denn auffallen? Ist Ihnen ein neuer Mitarbeiter namens Klaus Umlaut aufgefallen? Ja. Ach Quatsch, das glaube ich ja nicht. Das war ich. Ich war undercover unterwegs bei Neo Paradise und habe einiges rausgefunden. Sie haben sehr, sehr, sehr viel zu tun und kommen eigentlich kaum hinterher mit der Zeit. Deswegen habe ich mir überlegt, wie können wir Ihnen das einfacher machen. Und deswegen schenke ich Ihnen eine Stunde mehr Arbeitszeit. Dafür fällt die Mittagspause weg und Sie arbeiten eine Stunde mehr. Du hast den Undercover-Boss gemacht? Hast du vor... Tag. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Wir möchten, ich tue alles im Rahmen meiner Möglichkeiten, um den Schildkrötentag zum Society-Event des Jahres zu machen. Ja? Wir fahren da alle hin, ist das klar? Ja? Und da werden wir was erleben. Und meine Damen und Herren, ich habe etwas feierlich zu enthüllen. Tatsächlich, der Schildkrötentag 2012. Joko. Das ist doch, ey, da klatscht ihr. Kein Applaus für Scheiße. Goldene Regel. Man muss coole Sprüche machen. Watch out, it's turtle time. Das ist sowas. Das kriegt die jungen Leute, merkst du doch. Ja, das ist unglaublich. Was versprichst du dir davon, ganz ehrlich? Das, meinst du, dass bei der Sparkasse übrigens Werbung für Schildkröte? Wir machen die Schildkröte zur Nummer 1 in der Heimtierszene. Verbrennt eure Playstations, jetzt ist Schildkröten-Time. Okay? So, alles klar. Wir haben übrigens noch eine Band. Willst du hier ein bisschen Musik hören? Ja, bitte. Ja, sollen wir ein bisschen Musik hören? Ey, wie viele Minuten kostbare Sendezeit waren das gerade? 5, 7? Nichts gegen 220 Millionen Jahre Evolution. Meine Damen und Herren, hier sind die Trackshitters.
Schildkröte ohne Panzer. So, wir haben jetzt... Oh, Gott sei Dank. Meine Damen und Herren. Der erste Gast ist da. Er ist wirklich, er ist ein Held unserer Jugend. Er ist einer der größten Idole, das man haben kann. Er ist ein Showmaster ARD. Es gibt 1000 Fragen und er ist die richtige Antwort darauf. Hier ist Mr. Sir Werner Schulze Erdel. There's no business like show. Und das habe ich jetzt getan und das könnt ihr euch hier anschauen. Ich bin Klaas Häufer-Umlauf. Ich bin Geschäftsführer von Neo Paradise. Jeden Donnerstag 22.45 Uhr auf ZDF Neo. Mit einem Jahresumsatz von 140 Millionen Euro sind wir eine der bedeutendsten Sendungen Europas. Bei Undercover Klaus kehren Deutschlands Top-Manager zurück an die Basis. Sie tauschen ihr Vorstandsbüro ein gegen den harten Alltag ihrer Mitarbeiter. Da Neo Paradise... jeden Donnerstag 22.45 Uhr auf ZDF Neo, eine der transparentesten Sendungen der Welt ist, werde ich mich mal an die Basis begeben. 4 Tage lang will Klaas Häufer-Umlauf unerkannt in seiner eigenen Firma unterwegs sein. Nicht als Boss, sondern als einfacher Praktikant wird er von einem Kamerateam begleitet. Um eine Woche von seiner eigentlichen Arbeit fernzubleiben, braucht Klaas Häufer-Umlauf die volle Rückendeckung der restlichen Chefetage von Neo Paradise. Immer donnerstags 22.45 Uhr auf ZDF Neo. Meine Herren, Sie fragen sich sicherlich, warum ich Sie zu dieser unüblichen Zeit zusammengerufen habe. Ich möchte Ihnen das gerne sagen. Ich habe mich dazu entschieden, für 4 Tage undercover bei Neo Paradise als Praktikant zu arbeiten. Da erwarte ich Ihre 100%ige Unterstützung. Mach doch. Das Experiment kann beginnen. Da der bärtige Moderator manchen seiner Mitarbeiter persönlich bekannt ist, lässt er sich komplett umstylen. Mit Brille, Ohrring und legerer Kleidung wird aus dem Chef Klaas Häufer-Umlauf der Praktikant Klaus Umlaut. Erst am Ende der Woche werden die ahnungslosen Mitarbeiter erfahren, wer der Praktikant wirklich ist. Er erkennt sich selbst nicht wieder. Ich erkenne mich selber nicht wieder. Der erste Arbeitstag führt Klaas alias Klaus direkt in die Zentrale nach Berlin-Friedrichshain. Heute ist mein erster Tag hier bei Neo Paradise. Ich bin im Booking, das heißt Gäste einladen, Bands bestätigen. Eine Mitarbeiterin namens Katharina Karg zeigt mir das. Ich als Praktikant Klaus. Ich hoffe, dass meine Tarnung nicht auffliegt. Hallo. Hi, ich bin Katharina. Du bist der Klaus? Ja. Hi, guten Tag. Das war knapp. Beinahe wäre die Tarnung aufgeflogen. Boah, das war knapp. Ne? Was war knapp? Na ja. Okay. Klaus, kannst du Englisch? Nö. Ich muss jetzt gleich mal zum Meeting. Am besten... Du, ich habe einen kleinen Vorschlag. Ne? Wie wäre es denn, wenn zum Beispiel Lady Gaga mal auftreten würde? Wenn man wir sind noch nicht so eine große Sendung. Aber vielen Dank für den Vorschlag. Am besten guckst du dir mal Neo Paradise jeden Donnerstag um 22.45 Uhr auf ZDF Neo an. Die Mitarbeiterin Katharina Karg scheint mir eine sehr fleißige, sehr umgängliche... sehr eigenständig arbeitende, effektive, intelligente Mitarbeiterin. Und sowas brauchen wir bei Neo Paradise. Jeden Donnerstag, 22. Sie sahen unbequeme Wahrheiten. Powered by Boris Becker. Guten Tag, Gast. Wie wir dann gerade auch erwähnt haben. Also ist es manchmal nicht auch so, wenn man dann da sitzt, ich weiß ja nicht, wie weit Sie da involviert sind, wenn Sie dann die Sendung planen, dass man denkt, ach Gott, wer hat den Idioten denn jetzt schon wieder eingeladen, dass dann da jemand in der Runde sitzt, von dem man eigentlich gar nichts will? Ja, und dann fliegt der Gästeredakteur raus und dann kommt der nächste Praktikant, wie das so ist bei Talkshows. Sie haben 17 Semester studiert und abgebrochen. Ich habe mich hier vorbereitet auf meine Sendung hier und habe meine Tochter in der Herfahrt gefragt, was habt ihr denn eigentlich, was haben die vorher gemacht? Sie sind gelernter Friseur. Exakt. Was halten Sie eigentlich von Streuhaar? Ich habe hier ein Problem vorne. Sie mal vom Büro fragen. Lenken Sie nicht von der Frage ab. Aber kann man da was machen? Streuhaar, oder? Das heißt 1 Million Hair. Tom Buro könnte Ihnen da sicherlich einiges zu sagen. Ich möchte nicht über den Kollegen reden. Ja, so. Ja. Das ist eine Sache, die gut funktioniert. Ja, Sie haben gut lachen, ich meine. Wie sieht Ihr Vater aus? Genauso? Nö, der hat sehr, sehr volles Haar. Also wir sind also insgesamt eine ganz schöne Familie eigentlich. Ja, finde ich auch. Ja, ja.
Gut, wie war die Frage? Sie haben 17 Semester studiert und haben dann abgebrochen. Ich frage mich, wie viele Ausbildungen haben Sie noch mal abgebrochen, bevor Sie Praktikant wurden? Können Sie mal antworten jetzt? Das ist doch genau die Taktik, die Sie in Ihrer Sendung auch nicht haben wollen. Paradise Faktencheck, da können Sie es noch mal nachlesen. Nach dem Lebensmotto von Violetta, ne? was du nicht möchtest, was man anderen antut, du auch keinen anderen an, oder wie das da geht, ne? Sie wissen Bescheid. Gar nicht, wie moralinsauer ihr sein könnt, so eine Beinschere. Nein, aber ich finde das wirklich, ich habe nie studiert, ja? Und habe mir immer gewünscht zu studieren, und es hat aber nicht funktioniert, aus diversen Gründen. Boah, kein Geld da. Nee. Man kann arbeiten. Das war nicht das Problem. So blöd. 3,7 Abi, das war ja das Problem. Also ich habe 17 Semester Theaterwissenschaft studiert, ich gebe es zu. Ja. Ich hatte aber nach 3 Semestern schon die Zwischenprüfung als Streber, ja? Und danach, ja, danke. Ja. Bitte. Ja. Ja, dann habe ich Radio gemacht bei SWF3 in Baden-Baden. Und das war einfach deutlich geiler als Uni und habe es dann irgendwann sein lassen. Und ich hatte vorher aber, dies, liebe Kinder, ne, und Eltern und so, ich hatte vorher eine fertige Ausbildung. Ich habe nach dem Abi volontiert und war Redakteur. Und dann habe ich angefangen zu studieren, habe es aber dann irgendwie nicht mehr gepackt. Was ich sehr spannend eine große finde, Runde ist, in meinem Leben, Herr Winterscheid. Wirklich? Wie geht es Ihnen? Ja, man hat was nicht fertig gemacht. Das ist doch scheiße. Was ich sympathisch finde, ist, dass man quasi, ne, auch mal den Menschen, ja, hinter dem, und das muss man sagen, es ist ein bisschen, auch wenn man andere Shows sieht, die sie ja auch machen, schon ein bisschen eine Rolle bei Hart aber Fair. Ne, kann man das schon sagen? Also dieses spitzbübische, zwar über 50, aber immer noch so spitzbübisch nachfragen. Ne? Das ist doch in gewisser Weise auch eine Rolle, oder? Spitzbübisch, das ist, was ich, das nennt man im Bergischen Land Charme. Naja, aber das ist ja, also Bergischen Land. Charme ist da ja quasi, wenn man damit Charme, nicht Charme. Das weiß ich. Ich sitze jetzt hier seit Hallo, Geschäftsführung Neo Paradise. Na. Was? Oh, Bellut. Oh. ZDF, Oberindianer. Ja, ach was. Ehrlich? Da kannst du mir mal ein bisschen früher sagen. Jetzt haben wir das. Ja, Entschuldigung. Ja. Okay, ja, bis denn. Ja, ciao, ciao, bye, bye. Ciao mit V. Tschüss. Ja, das war der Blut. Ich habe was Eilmeldung. Programmplanung bizarr, sage ich mal. Ab nächster Woche läuft Neo Paradise um 21:45. Ja, das haben wir falsch gesagt jetzt. Also tatsächlich, 22:15 Uhr ab nächster Woche Neo Paradise. Das müsst ihr euch merken, das ist kein Witz. Ja, gut, wisst ihr Bescheid? Läuft die Sendung nächste Woche? Ja, 21:45. Ja, 21:45, genau. 22:15. Aber bei uns heute immer noch der, wie soll ich sagen, der Elder Statesman des Fernsehens, der so ein bisschen eine Art Helmut Schmidt des Fernsehens. Mit einer gewissen Distanz kannst du Sachen natürlich ganz anders sagen als jemand, der jetzt jeden Tag ran muss. Ne? Ja. Wie bewertest du denn momentan die aktuelle Fernsehlandschaft? Würdest du sagen, es geht hoch oder runter tendenziell? Ist immer blöd, wenn ich als alter Sack sage, es ist alles scheiße. Aber ihr seid ja Gott sei Dank da und... jetzt ohne falsche Komplimente. Armes Deutschland. Armes Deutschland, ja, auch so. Nee, ich bin ein totaler Hasser von solchen sogenannten Scripted Reality-Formaten. Mülleimer aussortieren und Umzüge machen, Titten aufblasen, alles. Aber Sendung morgens schon und nachmittags, ich finde es langweilig. Ist das eine Drohung oder ein Witz oder ernst, dass du ein Comeback starten möchtest als Musicalsänger? Mal schauen. Also ich will auf jeden Fall nach vielen Jahren als Unterhaltungsfuzzi, wo ich die Fernseher lerne, ich will eigentlich wieder Theater spielen. Okay. Ja. Ganz weg. Weil du tust ein Theater, weil du bist ja auch tatsächlich einer von denen, der noch weitaus mehr Qualitäten hat. Max, wir hoffen insgeheim auf ein Comeback. Familienduell wäre ein schönes Comeback, mal aus Spaß zu machen, weil... Bei ZDF Neo? Ja, dann davor, damit wir einen Audience-Floor haben, damit ihr endlich höhere Einschaltquoten habt. Aber ja, wir haben ja damals 52% Marktanteil. Also 52% Marktanteil. Was ist das denn? Das ist ja Mondlandungszeit. Ja, morgens um 11. Ja, wir müssen morgens um 11 laufen. Ja, das ist sehr gut. Ja, genau, ja. Für die ganzen Leute, die nicht zur Schule gehen. Ja, das ist unsere Kernzielgruppe. Aber du bist, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, du bist ja tatsächlich auch ein Coach. Also du bist jemand, der quasi all das Wissen, was du hast, gerne weitergibt. Weil Leute wie Matthias Oppenhövel, kann man an der Stelle mal sagen, der sich auch dazu bekannt hat, dass du ihn coacht. Ja. Was ja auch nicht selbstverständlich ist im Land. Du gibst dein Wissen weiter. Ja, weil es Spaß macht. Man wird als Moderator einfach hingestellt und dann arbeitet keiner mit dir. Und in Amerika ist das ganz anders. Da sind Oscar-Preisträger, die immer noch jemand haben, die sie coachen. Und in Deutschland gibt es das nicht. Und wenn einer so viele Fernsehsendungen gemacht hat wie ich, nicht alle gut, aber 5700 Fernsehsendungen insgesamt. Die meisten gut. Ja, hab ja eine Menge gelernt und das will ich einfach weitergeben. Und weil ich eigentlich Fernsehen noch liebe, deswegen. Was können wir besser machen? Die Zeit haben wir jetzt nicht.